Jo, heute mal wieder eine Vorstellung von einem Spyderco-Messer. Ist auch schon eine Ecke her, wo ich da das letzte vorgestellt habe. Das ist jetzt ein Modell, nämlich das Nilaka, welches ich schon seit langem mal in die Hände bekommen wollte. Da bedanke ich mich jetzt bei dem Alex, der hat mir das nämlich mal rumgeschickt. Ja, durfte das Teil mal ein bisschen austesten. Das habe ich auch. Allerdings hält sich jetzt die Nettoarbeitszeit wirklich, wirklich in Grenzen. Ich habe das Teil dreimal benutzt, wirklich in steigenden Intervallen. Einmal so 10 Minuten Probeschnitzen, dann 20 Minuten und am Ende eine kleine Küchensession und nochmal ein bisschen Schnitzen. Das war also jetzt nicht so oft. Ging größtenteils darum, einen Eindruck über die Handlage zu gewinnen und die Performance. Aber auch das hält sich dann jetzt, mein Fazit da, relativ in Grenzen. Ich denke, man muss so ein Messer gerade, so ein spezielles Messer. Man muss so ein Messer ein paar Wochen testen, um dazu mehr sagen zu können. Ja, beim Nilaka handelt es sich um ein Klappmesser und zwar eine Art Puko in relativ traditioneller Form, wie man so schön sagt. Ja, Pukos sind nicht meine Baustelle. Ich habe mal 2, 3 in der Hand gehabt, aber da kenne ich mich ehrlich gesagt nicht besonders mit aus. Ich fand halt die Variante, das ist so typisch Spyderco, finde ich, sowas mal auf den Markt zu schmeißen, einfach hochinteressant. Fertigung ist in Taichung, Taiwan. Ja, wieder mal 10 von 10 Punkten. Spyderco liefert da voll ab bei der gesamten technisch-mechanischen Verarbeitung. Da habe ich nichts zu meckern. Das Messer läuft so seidig. Genau so wünscht man sich das. Da braucht man überhaupt kein Kugellager. Die Washer funktionieren so ausgezeichnet. Die Klinge verschwindet komplett im Heft. Finde ich optisch eine super tolle Sache. Gibt nicht viele Messer, die das aufweisen. Wurde hier sehr schön umgesetzt. Wir haben einen richtig großen Cutout im Griff. Das ist optisch Geschmackssache. Ich finde es so lala. Ich finde es nicht wirklich toll. Wirklich störend tut es mich nicht. Von der Bedienung her funktioniert das tadellos. Man kriegt das Messer wirklich schnell geöffnet. Lässt sich auch mit dem Spidey Flip wirklich einfach bedienen. Das ist wirklich tadellos. Der Detent greift sauber. Klingstand sehr, sehr gut. Das Messer ist benutzt, kam relativ scharf vom Alex, hat jetzt nach dem, was ich gemacht habe, keine Schärfe verloren. Da hat der S30V einen ganz guten Job gemacht, macht er ja immer von Spyderco. Bei dem Messer hier gilt es zu sagen, dass es in der ersten Variante eine Klinge hat, wo der Scandi-Schliff auf Null runterging. Da gab es und gibt es vermutlich immer noch verdammt viele Videos zu. Ja, wie halt mit diesem Messer damals dann, mit dem Scandi auf Null, Hartholz geschnitzt wurde, Äste geschnitzt wurde und gehackt wurde. Und dann wurde sich halt doch mächtig darüber aufgeregt, dass es Ausbrüche gab. Ich sehe das ein bisschen zwiespältig. Ich finde es natürlich auch nicht gut. Allerdings hat meines Wissens nach Spyderco damals sogar einen Infozettel mit beigelegt, dass man vorsichtig mit dem Messer umgehen soll und es halt nicht für härtere Arbeiten, Hacken etc. gedacht ist. Das ist wirklich ein feines Schnitzmesser, das halt auf seine ganz eigene Art daherkommt. Das ist schon extrem bullig gebaut und das ist so typisch Spyderco, finde ich wieder. Halt extrem ungewöhnlich, ne? Man hätte da ein ganz feines Schneidwerkzeug draus machen können. Nö, die entscheiden sich mal eine 4,5 mm starke Klinge zu verbauen. Sieht optisch natürlich hammermäßig aus. Um euch mal einen kleinen Überblick zu geben. Hier haben wir die Klinge vom Paramilitary 2. Da ist die vom Nilaka doch schon eine ganze Ecke dicker. Mal gleich ein kleiner Gesamtlänge Größenvergleich. Hier sind nicht ganz 21 cm. Gewicht müssten um die 145 Gramm sein, so circa. Das ist alles ganz gut. Handlage ist auch okay. Der Griff ist ein bisschen kantig. Vorab, bevor ich das Messer hatte, war ich mir recht sicher, dass es sehr gut in der Hand liegt. War dann beim Arbeiten okay, aber nicht ganz so gut, wie ich gedacht habe. Man hat dann halt hier diesen Puko-Style am Griff. Dass es halt eine spitz zulaufende Liniendach dann gibt, ist okay. Ich würde nicht sagen, dass das super ist. Mir gefällt es optisch.
Vom Griffhaltegefühl ist das alles okay. Wir haben dann die relativ typischen scharfkantigen, in Anführungszeichen scharfkantigen Leine. Das kennt man ja von Spider Co. Der Backspacer ist super sauber gearbeitet. Da gibt es gar nichts zu meckern. Das ist halt wirklich Fit und Finish wieder sehr, sehr schön von Spider Co. Nicht ganz so gelungen finde ich den Clip. Den finde ich in der Trageweise gut, aber wie er angebracht wurde, das finde ich, gefällt mir nicht so gut. Optisch einfach nicht so gut. Versenkt wäre schöner gewesen. Ich hätte auch nicht diesen Schwung wie so ein Weihnachtsstiefel gebraucht. Oder der Linerlock, das sind Edelstahlplatinen. Macht einen super Job. Verriegelt ganz sauber. Null Sticky. Absolut perfekt. Wirklich perfekt. Da gibt es gar nichts zu meckern. Wir haben hier noch ein paar Grooves im Linerlock. Sind aber auch eher ein optischer Blickfang. Ne? Die von der Funktion her machen die sich nicht bemerkbar. Denke mal, das ist einfach nur ein kleines Designelement noch. Aufgebohrt, um Gewicht zu sparen. Ja, sehr bulliges und massives Messer. Als Puku ausgelegt, das ist dann halt auch interessant, ne? dass man ein Messer hat, mit dem man durchaus sehr gut schnitzen kann, und das tut es, und Tomaten schneidet es auch sehr gut, und trotzdem so bullig daherkommt. Das hat man ja eher nicht. Überhaupt sind Messer mit Scandi-Anschliffen, vor allem auf Null, kenne ich ehrlich gesagt kein anderes Klappmesser so. Man hat zu viel in der Hand gehabt. Vielleicht habe ich auch was vergessen, aber so, ehrlich gesagt, fällt mir jetzt nichts groß ein. Man hat natürlich noch die Enzo-Klapper. Da hat man aber so einen typischen Mora-Scandi. Also nicht über die ganze Klingenlänge gezogen. Und dieses Modell hier hat halt jetzt nicht den Anschliff auf Null, sondern hat noch eine Sekundärphase. Und das macht in meinen Augen deutlich mehr Sinn. Denn wenn man eine Phase auf Null hat, ist die relativ filigran. Also was man dann damit macht, da sollte man vorsichtig sein. Das ist halt kein balliger Anschliff auf Null, der durchaus was vertragen kann, sondern so ein Gescandi auf Null, so weit runtergezogen, kann dann doch leicht ausbrechen. Und wenn man damit dann hackt oder wirklich Äste mitschnitzt, wo einfach viele Astlöcher sind, dann kann das durchaus zu Problemen führen. Hier haben wir also jetzt eine Sekundärphase und die läuft problemlos. Auch beim Schärfen halte ich das für die bessere Wahl. Muss ja jeder selbst entscheiden. Das andere hat für manche ihre Daseinsberechtigung, aber wenn ich mir vorstelle, so ein Scandi auf Null, den schubber ich dann über die ganze Länge rüber zum Schärfen, halte ich für unsinnig. Also ich finde es einfach komisch. Ansonsten ist es einfach ein Modell, das einfach erstmal daherkommt und man kann es nicht ignorieren. Ne? Also man guckt sich das an und in der Hand ist es schon besonders und die stabile Bauweise, die beeindruckt schon. Schneiden tut es dann auch noch sehr gut. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas dauerhaft als EDC tragen würde. Ich glaube, mir kommt es zu bullig daher. Obwohl ich selber jetzt gerade aktuell als EDC habe ich ein Haslauer dabei. Heftiger Flipper. Krasses Teil. Wird auch irgendwann nochmal ein Video dazu kommen. Das trage ich jetzt erst seit 2 Tagen. Eigentlich ist das Benchmade Striker mein aktuelles EDC, das ich jetzt schon seit 2 Wochen trage. Wird auch noch länger getragen. Der Hasenstachel wurde nur mal kurz dazwischen geschoben. Und hier haben wir wirklich ein brutales Teil. Titan-Frame-Schalen. Heftige Klinge. Über 5 mm Klingenstärke. Das ist schon brutal. Durch den Hohlschliff geht's aber. Sehr beeindruckendes Teil, gibt aber auch ein paar Sachen, die mich daran stören, aber gut, dazu später dann im Video mehr. Was ich nur sagen will, man trägt sowas mal ganz gern, aber dauerhaft wären das beides keine Messer, die ich bei mir haben würde. Da gefällt mir einfach ein Striker oder ein Paramilitary 2 deutlich besser. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Technisch gefällt mir sehr. Das fiel mir aber auch erst nach dem zweiten, dritten Mal auf, dass der Anschlag innen verbaut ist. Da hat man halt so im Halbkreis die Platinen ausgefräst, sodass der Pin halt innen läuft. So hat man keinen sichtbaren Anschlag. Das finde ich immer tricky und schick. Ja, technisch sagte ich ja schon, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Liefern die wieder voll ab. Es ist einfach eine haptische, wunderbare Erfahrung, diesen Klingenlauf zu spüren. Und ich habe noch mit 2 anderen Leuten geschrieben, die Nilaka haben und die sagen, ihr Modell ist ebenfalls perfekt verarbeitet. Also Spyderco hat das da einfach drauf, die Qualität in Taiwan zu halten. Wirklich, wirklich großartig. Ja, wirklich mal ein
anderes Modell. Für alle Leute, die so ein Full Flat Grind mögen, im Puko-Stil, satter Griff, ist das vielleicht mal was. Sollten das Teil mal auschecken, ist natürlich nicht günstig. Günstiges Beilerkurs gibt es quasi nicht mehr. Das ist einfach leider so. Ist aber auch ein besonderes Messer, ne? Also ist auf jeden Fall den Blick mal wert. Schon was sehr Besonderes. Alles klar, das war's dann von mir und dem Nilaka. Vielen Dank fürs Ausleihen, Alex. Bleib gesund. Peace. Ich bin raus.